Willkommen zu einem neuen Video und diesmal möchte ich euch zeigen, dass die Weihnachtszeit schon angefangen hat. Mitten im November im Grunde genommen gibt es hier so Christmas Shopper oder in this case. Also und eine ganze Reihe von anderen Geschäften, die bereits auf Weihnachten ausgelegt sind. Hier sieht man dann halt eben eine Weihnachtsdekoration von verschiedenen Sorten, verschiedene Weihnachtsbäume, Dekorationen und so weiter und so fort. Und das führt sich ja noch weiter. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gehabt in einem der anderen Podcasts, die ich gemacht habe, wenn ich mal ein Stück weitergehe. Hier gibt es ein großes Kaufhaus, das nennt sich Smith & Cohays. Und die haben hier auch schon, da sieht man Smith & Cohays, die haben hier auch schon die Weihnachtsdekoration rausgeholt. Und wenn ich dann mal zeigen kann, hier sehen wir zum Beispiel schon mal den Weihnachtsmann, der sich auch bewegt mit kleinen Mäusen und so weiter und so fort. Also ziemlich gut gemacht. Hier sieht man dann auch nochmal, wie das Ganze dann abläuft. Ihr seht sehr, sehr viel Liebe zum Detail bei diesen ganzen Schaufenstern, die hier gemacht werden, die vor allem natürlich auch für Kinder gedacht sind und die bereits schon im November hier aufgestellt werden. Zeitweise ist es auch so, dass kurz vor Weihnachten die Fenster nochmal geändert werden, weil das ist die Weihnachtsvorfreude. Und dann, wenn der Weihnachtsmann wirklich kommt, dann werden die Geschenke aufgemacht, so wie dieses hier Stück, wo jetzt versuchen, die Eulen das aufzureißen. Das wird dann zu Weihnachten tatsächlich aufgerissen und dann fällt wahrscheinlich was zu Boden. Und hier sehen wir dann kreativ jedes Jahr auch was anderes, was hier gemacht wird. Hier seht ihr, da wird versucht, noch an dem Geschenk rumzurütteln und es wird dann geöffnet, wenn halt eben es wirklich fertig ist, wenn Weihnachten tatsächlich dann auch vor der Tür steht. Hier sehen wir auch nochmal ein Fenster, also sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Jedes Jahr was anderes auch. Im letzten Jahr sah das Ganze noch anders aus. Also sehr schön gemacht und man findet nicht nur solche Weihnachtsdekorationen in großen Kaufhäusern, sondern auch in kleinen Supermärkten findet man bereits schon zu Weihnachten Dekorationen und Süßigkeiten und auch Geschenke, die man im November bereits kaufen kann. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach nur an der Temperatur hier, weil wir hier Sommer haben, dass ich das ein bisschen seltsam finde. Und hier noch mehr, wie ihr seht, das heißt sehr, sehr viele Schaufensterchen. Und hier schwebt sogar einer in der Luft am Ballon. Und hier Knecht Ruprecht, glaube ich, und der Weihnachtsmann, die noch schlafen, obwohl hier Musik und Stimmung gemacht wird. Und wir alle wissen, was nach der Party kommt, natürlich das Ausruhen. Und hier sehen wir die Helfer, Elfen. Glaube ich, sind es, oder was sind es für Helfer vom Weihnachtsmann, die sich hier ausruhen und der Weihnachtsmann selber natürlich dann auch noch mal schläft im Bett diesmal. Hier bewegt sich noch nichts. Ah doch, es bewegt sich was. Er schnarcht. Man sieht es vielleicht kaum. Ah, er bewegt sich was. Sehr schön gemacht. Und dann gibt es noch ein Fenster hier, das sagt einfach nur Just 364. Und ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wahrscheinlich die Anzahl der Tage. Bis zum nächsten Weihnachtsfest? Ich weiß es nicht. Oder nur noch ein Jahr, bis die Corona-Krise vorbei ist. Naja. Was mich interessieren würde, ist, wie sieht das Ganze in Deutschland aktuell aus? Ist da auch schon Weihnachtsdekorationen draußen? Und kann man da auch schon was sehen mitten im November? Oder wie sieht es da aus mit Weihnachten? Sind da die Vorbereitungen auch schon durch, weil ich weiß, es ist ja so ein Teil-Lockdown bzw. Lockdown-Light oder Shutdown oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, da wird wohl das Weihnachtsfest ein bisschen was anders gefeiert als hier. Hier ist es ja Gott sei Dank fast Corona-frei. Das heißt, da gibt es halt 1, 2 oder 3 Infektionen, vielleicht 5 Infektionen im ganzen Land bei etwa 5 Millionen Einwohnern, 4,5 Millionen Einwohnern so. Das ist schon fast ausgerottet, kann man sagen. Und die meisten Infektionen gibt es tatsächlich von Leuten, die einreisen ins Land und dann sowieso erstmal 14 Tage in Quarantäne müssen und dort dann getestet werden und dann meistens auch positiv getestet werden. So, das war's für diesen kleinen Weihnachtsreport aus Auckland, Neuseeland. Und falls ihr Fragen habt, Kommentare, könnt ihr natürlich im Kommentarbereich posten. Ansonsten war's das für diesen Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao!